Ich begrüße am Telefon Katharina König. Du bist eine Abgeordnete der Linken in Thüringen. Heute geht es um den Bahlstedt-Prozess. Ich habe gedacht, wir könnten mal mit der Geschichte des Gelben Hauses anfangen. Was hat es damit auf sich? Bahlstedt, ganz wichtig, also nicht Bahlstedt, sondern Bahlstedt. Was es damit auf sich hat, in Thüringen haben mehrere Neonazis mehrere Immobilien und hatten bis vor 7 Jahren ungefähr in Krawinkel, das ist so ein kleinerer Ort im Landkreis Gotha, ein Haus, was sie selber als Hausgemeinschaft Jonastal bezeichneten, abgekürzt HJ. Dieses Haus konnte die Stadt irgendwann zurückkaufen und es wurden dann von Neonazis im Ballstedt, kleines Dorf mit 600, 700 Einwohnern ungefähr, wurde ein neues Haus, eine alte Bäckerei gekauft, das sogenannte Gelbe Haus. Und in diesem Haus zogen dann mehrere Neonazis ein, die dort lebten, beziehungsweise die dort bis heute noch leben. Gleichzeitig gibt es dort ein Tonstudio, es gibt einen Clubraum, in Anführungszeichen, das heißt, wo Veranstaltungen stattfinden und immer mal wieder eben auch Neonazi-Konzerte. So ein Haus, egal wo es sich befindet, ob jetzt in Ballstedt oder irgendwo in der Nähe von Berlin, führt immer dazu, dass es eine Verfestigung der rechten Szene vor Ort gibt. Und das war in Ballstedt auch der Fall. Dazu sind es nicht irgendwelche Neonazis, sondern zum Teil Führungspersonen, die dort leben, beziehungsweise auch die sich dort regelmäßig aufhalten. Es gab 2 oder 3 Demonstrationen, die sich gegen dieses Haus richteten, die zum Teil gar nicht in Ballstedt selber stattfanden, sondern in Gotha, also in der nächstgrößeren Stadt. Und irgendwann im Jahr 2014, im Januar, gab es eine Kirmes im Ballstedt, also eine Feier, Faschingsfeier sozusagen. Und im Nachgang dieser Kirmesfeier gab es eine Dankeschön-Veranstaltung für alle, die diese Kirmes mit organisiert haben. Und angeblich soll an diesem Abend ein Stein durch eines der Fenster des Gelben Hauses, also des Neonazi-Objektes, geflogen sein. Und daraufhin begann eine Art Organisation, sozusagen Kameraden zusammenzuholen. Am Ende waren es circa 15, die diese Nachfeier der Kirmesgesellschaft, die im Dorfgemeinschaftshaus stattgefunden hat, angegriffen haben. Mitten in der Nacht, irgendwas 1-2 Uhr rum, Großteil der Leute war gar nicht mehr da, sondern nur noch, der Stammkern höchstwahrscheinlich, der sich da festgesessen hatte. Und erst kam wohl ein Neonazi hinein, der guckte, wie viele sind denn da und wie sitzen die. Dann gab es einen gezielten Aufruf und plötzlich waren circa 15 Neonazis in einem sehr schmalen Eingang und haben dann sofort begonnen, die Kirmesgesellschaft anzugreifen. Es gibt mehrere Verletzungen, gab es damals, also im Jahr 2014, eingerissenes Ohr, Prellungen. Und das Schlimmste, was bis heute auch noch im Ballstedt nicht nur bei den Betroffenen, sondern auch bei den anderen Einwohnern feststellbar ist, ist die Angst, weil das Gelbe Haus ist ja als solches noch da. Es gibt Bilder von Tag danach, wo das Dorfgemeinschaftshaus richtig große Blutlachen, zerschlagene Gläser, umgestoßene Stühle und Tische und ähnliches mehr zu erkennen ist. Das Ganze wurde an dem Sonntag bzw. Montag danach als Kirmesschlägerei abgetan durch das damals noch CDU-geführte Innenministerium. Das sei sozusagen normal, dass innerhalb so einer Veranstaltung es auch mal zu schweren Übergriffen und schweren Verletzungen kommt. Martina Renner und ich haben dann darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich nicht der Fall ist, sondern dass eben dieses Gelbe Haus da schon eine Bedeutung, wenn nicht sogar möglicherweise Ausgangspunkt des Angriffes ist. Das wusste ja damals nicht wirklich irgendjemand. Außer den Bewohnern, die haben von vornherein gesagt, das waren Nazis. Das war hier keine Kirmesschlägerei, sondern wir sind angegriffen worden, das waren Nazis. 2 Tage später hat dann der Innenminister eingestanden, dass es ein Neonazi-Überfall war. Hintergrund ist, dass der Verfassungsschutz die Planungen zu diesem Überfall mitgeschnitten hat. Die sind übers Telefon gelaufen und als dann diese Mitschnitte abgehört wurden, sozusagen offen auf der Hand lag, organisiert, koordiniert, angegriffen und das Ganze eben sehr militant durchgeführt. Also mit zum Teil Quarzsandhandschuhen an, der überwiegende Teil so vermummt, dass man sie nur anhand der Statur erkennen konnte. Und dann ging es relativ schnell. Dann wurden sozusagen die ersten in Untersuchungshaft genommen, sind dann allerdings nach wenigen Tagen bzw. Wochen
aus der Untersuchungshaft wieder entlassen wurden. Dann gab es die entsprechenden Beschuldigtenvernehmungen und in einer dieser Beschuldigtenvernehmungen hat einer der Täter sozusagen das Ganze eingestanden, hat sich und weitere 8 belastet. Über DNA-Spuren konnten dann 3 oder 4, glaube ich, sozusagen dingfest gemacht werden. Also man konnte nachweisen, dass sie an dem Übergriff beteiligt waren. Dann kam es zum, ich glaube, Dezember 2015 ging der Prozess los am Landgericht in Erfurt und lief gegen insgesamt 15 Personen der extrem rechten Szene Thüringens. Jeder Gerichtstag war sozusagen ein Zuschaustellen der Neonazi-Ideologie mit entsprechender Kleidung, aber auch entsprechenden Verhalten gegenüber Beobachtern des Prozesses und zum Teil eben auch mit entsprechenden Anwälten, die die Neonazis verteidigt haben. Und letzte Woche Mittwoch wurde dann das Urteil gesprochen. Das war schon, insbesondere für die Betroffenen, war das schon ein klares Signal und ein klares Zeichen, nämlich dass sozusagen das, was Sie von Anfang an gesagt haben, auch jetzt vor Gericht rechtskräftig festgestellt wurde und 10 Neonazis zu Haftstrafen verurteilt worden sind und davon 2 zu 3 Jahren und 6 Monaten, der Rest zu 2 Jahren und 2 Monaten. 3 Freisprüche gab es, denen konnte man nicht nachweisen, dass sie beteiligt waren an der Tat. Jeder weiß oder geht davon aus, dass sie beteiligt waren, aber es ist eben nicht nachweisbar. Deswegen 3 Freisprüche und einer, das ist der, der eine sehr umfassende Aussage gemacht hat, der wurde zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt, 1 Jahr 6 Monate ausgesetzt auf Bewährung. Die haben eine Woche Widerspruchsfrist, um Revision einzulegen. Die läuft jetzt am Mittwoch ab und wir gehen davon aus, dass mehrere Revisionen einlegen werden. Und dann stellt sich die große Frage, bleibt es am Ende bei diesen hohen Haftstrafen oder nicht? Aber zumindest ist damit mal ein klares Signal gesetzt worden. Problematisch, die Staatsanwaltschaft hatte ebenso wie die Nebenklage im gesamten Verlauf des Gerichtsprozesses immer wieder den ideologischen Hintergrund eindeutig herausgearbeitet, kann man schon so sagen, und immer wieder thematisiert, dass diese Gruppenkonstellation nicht ohne Grund zusammengekommen ist, dass es da Organisatoren drin gab, welche Verwicklungen innerhalb der rechten Szene die Personen, die angeklagt waren, noch haben. Das reicht in den ehemaligen Thüringer Heimatschutz hinein, das reicht zu Platten-Anna-Strukturen, das reicht zu heutigen neuen Kameradschaftsstrukturen, den sogenannten Turonen, die es jetzt in Thüringen gibt. Das Ganze hat dann aber am Ende für den Richter nicht nur keine Rolle gespielt, dieser politische Hintergrund, sondern er hat sogar in einer Art, wie nennt man das, Ansage oder Erklärung, bevor er das Urteil gesprochen hat, ganz klar darauf hingewiesen, dass hier keine Nazitat festgestellt wurde, sondern ein schwerer, brutaler Übergriff. Das ist natürlich richtig, schwerer, brutaler Übergriff, aber es kommt ja nicht von ungefähr. Und diese Entpolitisierung, die da durch den Richter erfolgt ist, hat sogar bei den Angeklagten für Schmunzeln und Gelächter gesorgt. Und am Ende ist es leider so, dass sozusagen das Politische zumindest per Urteil ausgeschlossen wurde. Nichtsdestotrotz hohe Haftstrafen, die wie gesagt insbesondere den Betroffenen ein klares Zeichen rübergeben. Und ich denke, in der Öffentlichkeit ist eigentlich jedem bekannt, das Ganze kommt nicht von ungefähr. Das war nicht nur einfach ein Übergriff, sondern das waren eben Neonazis und Gewalt ist sozusagen fester Bestandteil der extrem rechten Ideologie. Im Gelben Haus werden ja auch viele Rechtsrockkonzerte organisiert, die als Geldquelle dienen, sowohl um die Verteidigung von Wohlleben im NSU-Prozess zu unterstützen, als auch die Ballstedt-Prozesse. In Thüringen gilt ja als das Rechtsrockland innerhalb Deutschlands. Also wir sind das Bundesland mit den meisten Neonazi-Konzerten, mit den meisten Rechtsrock-Events. Und zwar sowohl in Räumen, hängt eben damit zusammen, dass Neonazis hier über eigene Immobilien verfügen, beziehungsweise ihnen eine weitere Immobilie vollkommen unproblematisch zur Verfügung steht, in der sie Veranstaltungen mit bis zu 200 Teilnehmern machen können. Und dazu kommen die sozusagen in Freiluft-Rechtsrock-Konzerte, die stattfinden, die dann eben wie im letzten Jahr bereits geschehen und jetzt im Juli wieder bevorstehend mehrere tausend Neonazis aus Deutschland, aber auch aus Europa anziehen. Das Geld, was dort eingenommen wird, dient zum Teil definitiv erstmal dem eigenen Lebenserhalt. Also es gibt Neonazis, die leben mehr oder weniger von
diesen Rechtsrockkonzerten bzw. dem Umsatz, der damit und dann auch im Umfeld, also über CD-Verkäufe, Getränkeverkäufe und so weiter stattfindet, wird dafür eingesetzt, aber eben auch regelrechte, in Anführungszeichen, Soli-Konzerte für die Familie von Ralf Wohleben bzw. für die Neonazis, die jetzt im Beistattprozess angeklagt waren, um deren Verteidigerkosten zu finanzieren. Das ist ja das Verrückte, ne? Dass sowas sozusagen, nachdem der NSU untergetaucht war, also Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt, das Kerntrio des NSU, gab es in Thüringen Neonazi-Konzerte, auf denen Spenden und Gelder gesammelt wurden, um die drei zu unterstützen. Heute gibt es eben Konzerte, in Anführungszeichen Soli-Konzerte, um die Unterstützer des Kerntrios zu unterstützen oder um eben weitere Neonazis, die aktuell verfahren, ausgesetzt sind, um denen Geld zukommen zu lassen. Und da ist es schon sehr fragwürdig, warum da nicht ein höheres Maß an Repression, insbesondere durch die Versammlungsbehörden, gar nicht an erster Stelle durch die Polizei versucht wird und eben gerade diese großen im Freien stattfindenden Rechtsrock-Events zumindest ein Stück weit beschränkt werden.